27. März. Sich mit dem Leiden Christi identifizieren. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Hebräer 2, Vers 10. Christen können sich mit ihrem Herrn identifizieren, da sie, wie auch er, durch Leiden in die Herrlichkeit eingehen werden. Auf dem Weg nach Emmaus sprach der Herr zu seinen Jüngern: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Unser Herr musste ihnen erklären, dass er leiden musste, um in die zukünftige Herrlichkeit einzugehen. Wir sollten mit demselben rechnen. Der Weg zur Herrlichkeit führte unseren Herrn durch viel ungerechtes Leid. Das ist auch unser Weg. Jesus ertrug das Leid mit vollkommener Geduld und dann in die Stellung erhabenster Herrlichkeit erhöht zu werden. Er ist unser Vorbild, wenn es darum geht, wie wir auf Leiden zu reagieren haben.